Kommen wir zu Rotal in der heroischen Version der Blutschlägermine. Das erste, was ihr beachten müsst, ist als Fernkämpfer und Heiler müsst ihr weiter hinten stehen. Ihr dürft nicht bei den Nah- und Kämpfern und beim Tank stehen. Der Grund ist, ihr bekommt sonst einen Debuff, der euer Tempo um 100% verringert. Ihr könnt dann keinen Schaden mehr machen oder nicht mehr heilen. Das erste, was ihr da sehen könnt, ist, Rotal wird in der heroischen Version genau wie in normal Brocken werfen. Das sind feurige Brocken. Nur, dass die heroisch wieder von hinten zurückkommen, wie man da jetzt sehen kann. Außerdem wird er irgendwann eine Hitzewelle auf der Brücke erzeugen, die euch nach hinten fliegen lässt und ihr müsst gegen anlaufen. Wenn ihr das nicht ordentlich macht, dann fliegt ihr von der Brücke oder ihr fliegt in das Feuer hinein. Ihr müsst also gegen anlaufen und gleichzeitig diesen Brocken ausweichen. Um das Ganze jetzt schwieriger zu machen, wird er diese Brücke immer in Brand setzen. Das ist die brennende Schlacke. Da müsst ihr dann herauslaufen und das macht es so schwierig, nachher diesen Kugeln auszuweichen, die dann eben auch von hinten zurückkommen. Ein kleiner Trick wäre es zu achten, an welche Kugel zuerst an welcher Stelle beginnt, denn dann wird das auch die erste Kugel sein, die wieder zurückkommt. Und wenn ihr das so ein bisschen im Kopf behaltet, dann könnt ihr den auch einfacher ausweichen. Es ist trotzdem sehr schwierig, weil ihr gleichzeitig versuchen müsst, nicht in dieses Feuer da auf der Brücke hineinzukommen. Und er wird immer mehr davon während des Kampfes dahin werfen. Und wenn ihr euch zu viel Zeit mit ihm lasst, dann wird die ganze Brücke brennen und ihr wiped. Das bedeutet, ihr solltet, wenn nach Möglichkeit, viele Damage-CDs benutzen, Kampfrausch bzw. Heldentum und den Boss so schnell wie möglich nach unten bringen. Das war's im Grunde schon. Ihr müsst also Feuerflächen ausweichen, diesen Kugeln ausweichen, euch merken, aus welche zuerst kommen, weil die auch zuerst zurückkommt und ihr dürft nicht vorne am Boss stehen. Das war's dann schon gewesen. Eigentlich ein ziemlich lustiger Kampf, wenn man nicht ständig von irgendwas hier überrollert würde. Zumindest ist es nicht immer möglich, diesem auszuweichen, um die Feuerflächen zu vermeiden. Ich wünsche euch viel Spaß bei Rotal.